Liebe Frau Dragos, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Interview mit goldenekamera.de. Gerne. Ja, Nacht, Wind, Wasser, Wellen. Eine psychisch und körperlich angeschlagene, gemobbte und vielleicht auch suizidgefährdete Kadettin geht über Bord und stirbt. Wie war es denn, das zu drehen? Es war natürlich sehr intensiv an der Geschichte und anhand der Figur. Die ganze Verzweiflung, den Schmerz, die Angst und die Anstrengung, die sie auch durchlebt, weil es ist ja jetzt nicht gerade eine sehr lustige Geschichte. Aber für mich war das eine sehr bereichernde Erfahrung. Wir hatten einen ganz tollen Cast an jungen Kadetten, die alle gerade von der Schauspielschule kommen teilweise und wo man sehr schnell eine Verbindung und ein Gemeinschaftsgefühl gefunden hat, irgendwie da ranzugehen und wir viel darüber gesprochen haben und ich auch mit Raimund im Vorfeld ganz viel geredet habe, um quasi herauszufinden, was ist die Essenz dieser Figur. Man hat Gemeinschaftsduschen sozusagen und so weiter. Das ist mir eigentlich so am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben und ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass es nichts für mich wäre, quasi mein Leben auf so einem Schiff zu verbringen. Aber die sind da alle sehr, sehr committed irgendwie. Also die stehen da alle total dahinter und die wissen auch hundertprozentig, die wollen das machen und das ist so deren Leben. Und ich glaube, das ist einfach wirklich eine Entscheidung, ob man dafür gemacht, also eine individuelle Geschichte, ob man dafür gemacht ist oder nicht. Inwiefern war das ein körperlicher Dreh? Oh, sehr körperlich, weil im Vorfeld, wie gesagt, haben wir 3 Tage auf diesem Schiff verbracht und Segelschiffe sind jetzt nicht gerade sehr stabil im Wasser, deshalb wird man relativ schnell seekrank. Meine Figur ist nicht besonders gesund, das dann noch mit einzubeziehen, was sie an Mankos hat in ihrem Körper und so. Aber ich habe mich sehr fit gehalten. Ich habe einfach jeden Morgen, ich habe so dieses Ding, dass ich jeden Morgen früh aufstehe und dann irgendwie meine 3/4 Stunde Bewegung mache, bevor ich ans Set gehe. Einfach damit ich weiß, okay, ich bin gut darauf vorbereitet. Hand aufs Herz, wie viele Liegestützen schaffen Sie? Oh, momentan sagen wir am Stück vielleicht 25. Wird jetzt nicht kontrolliert, aber Respekt. Warum haben Sie überhaupt Ja gesagt, als Ihnen die Rolle angeboten wurde und dieser Stoff? Ich habe lange natürlich, ich finde es immer schwierig, wenn ein Stoff verfilmt wird, der an etwas Wahres angelehnt ist, weil es sehr schwierig ist, da einen guten Ton zu treffen und ich hatte aber das Gefühl, dass es, erstens das Drehbuch fand ich sehr gut und ich kannte Raimunds Arbeit und ich wusste, er würde damit sehr sensibel umgehen und nachdem ich ihn dann getroffen habe und ich hatte auch ein Casting, wusste ich, ein Casting ist ja nicht nur, dass man selber gecastet wird, sondern auch für den Spieler kann man mit dieser Person, die einführen wird und das war mit Raimund total der Fall. Und deshalb war für mich eigentlich dann relativ schnell klar, ich möchte das machen. Und ich war auch neugierig, einfach zu wissen, okay, was passiert, wenn ich jemanden, an etwas angelehnt spiele. Selbst wenn man nicht mit, man kann nicht mit der Person reden. Ich habe die ganzen ausführlichen Recherche-Sachen von Raimund gehabt, aber ich habe zum Beispiel das Buch, an das es angelehnt ist, nicht gelesen oder so. Deswegen habe ich mir da persönlich als Spielerin schon sehr viel Freiraum genommen, das auch zu entwickeln. Aber trotzdem war es sehr klar an den Fakten im Buch auch festgemacht, was da passieren würde. Und das hat mich einfach sehr interessiert. Genau, und dann einfach so zu entwickeln, was ist eigentlich Militär, was ist Marine und so. Das fand ich schon interessant, weil mir das persönlich sehr fern ist. Inwiefern hat wohl auch das System dazu beigetragen, diese Katastrophe am Ende herbeizuführen, der Sexismus zwischen Heranwachsenden? In diesem speziellen Fall? Mhm. Ich denke, dass das nicht so viel damit zu tun hat, was da an Sexismus
ausgetragen wird. Ich glaube, dass man als Frau heutzutage schon relativ gut darauf vorbereitet wird und auch sich zu behaupten weiß, wenn man irgendwelche Kommentare bekommt oder so. Und in dem Fall von Lilly ist das, glaube ich, einfach schwierig, dadurch, dass sie sowieso schon sehr angeschlagen ist und dass der nicht nur reiner Sexismus ist, sondern wirkliches Mobbing auch von Seiten der weiblichen Kadetten. Und dass sie dadurch natürlich selber auch eine Außenseiterposition einnimmt, ganz bewusst, weil sie so eine Einzelkämpferin ist, aber auch von der Gruppe ausgestoßen wird. Natürlich hat es auch da wieder was damit zu tun, dass sie so komisch immer ist. So. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, ein Zusammenspiel von vielen Dingen, warum das in dieser Geschichte so passiert. Also es ist nicht nur Sexismus, sondern es ist auch ein bisschen die Fahrlässigkeit der Ausbilder, der Ärzte, der Prüfer und so weiter. Und ja, es ist einfach die Summe aller Teile so, dass es dann zu so einem Unglück kommt und wirklich tragisch einfach. Schlussfrage, Ihre nächsten spruchreifen Projekte. Was ist in der Pipeline, was in der Mache? Ich habe dieses Jahr noch zwei Filme, die rauskommen. Einmal Tiger Girl, der gerade auf der Berlinale im Panorama-Premiere gefeiert hat, von Jakob Lass. Und dann noch einen zweiten Film, Licht heißt der, von einer österreichischen Regisseurin, von Barbara Albert, wo es um eine Pianistin im 18. Jahrhundert geht, die blind war und in so einem Hospiz ist. Und dann bereite ich jetzt gerade noch ein Projekt vor, worüber ich noch nicht reden darf, aber es wird auch ganz toll auf jeden Fall. Danke für das Interview. Danke auch.